Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freshlight Meadows haben wir beim letzten Mal abgeschlossen. 3 Sterne haben wir bekommen und heute wollen wir dann die nächste Universität gründen, und zwar die Piazza Lanatra. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, aber ihr werdet es mir bestimmt sagen. 250.000 Startkapital? Ich weiß gar nicht, wie hatten wir, glaube ich, 1 Million oder was, ne? Also, Kredenz, preisgekrönte Speisen und Hilf, Kulinarik-Studierenden die Gefahren der gehobenen Küche zu verdauen. Das klingt gut. Wenn es um Essen geht, Leute, kenne ich mich aus, behaupte ich jetzt einfach mal. Zumindest esse ich gerne, vielleicht hilft das. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Also, Kredenz, Preis. Ah ja, habe ich gerade schon. Habe ich gerade schon gelesen. So. Oh, unsere Uni ist jetzt einfach mitten in der Stadt, oder? So wie es aussieht. Auf dem Feld der Gastronomie gibt es eine Menge zu lernen. Allem voran, dass es sich dabei gar nicht um ein richtiges Feld handelt. Wobei man bei all dem Gemüseanbau und dergleichen durchaus viel Zeit auf den Feldern verbringt. Ich will hoffen, dass die geistige Nahrung, die ich hier auf dem Präsentierteller serviere, auch auf fruchtbaren Boden fällt. Nun denn... Es wird Zeit für etwas Musik. Musik in meinen Ohren. Okay, der erste Gang. Willkommen im Piazza Lanatra, wo es nicht nur malerische Plätze, sondern auch vorzügliche Plätzchen gibt. Die Studierenden wollen sich in dieser für ihre Kochwettbewerbe bekannten Stadt beweisen, doch beim Leben am Herd wird man häufig erst in viel Schweiß gebadet, ehe man dessen Früchte tragen kann, ernten kann. Werden sie unter dem Licht der Scheinwerfer eingehen oder entstehen sie im Druckkopf? Im Druckkochtopf? Diamanten, meine Güte, wie schwer kann es sein? Grenzia. Studiengangsinfos, Gastronomie, Leute. Und 10 Studenten werden aufgenommen. Was kann ich? Ne, hier kann ich nichts mehr drücken. Okay. DJ Sous-Chef, I see what you did there. Hallöchen, ich bin DJ Sous-Chef und du findest mein Restaurant Bar Rocking Knollen direkt hier in Piazza Lanatra. Ich bin hier, um deine Studierendenschaft zu einem ergötzlichen Eintopf des Lebens zu verquälen. Willkommen in der Welt der Kulinarik, das wird einfach köstlich. Okay. So. Dann, Leute, Campusanforderungen. Wir brauchen eine herzhafte Küche, wir brauchen einen Vorlesungssaal und wir brauchen einen Gastronomiedozenten. Es fängt also alles so einigermaßen klein an. Ich gehe davon aus, dass wir auch noch einen Raum brauchen werden, wo unsere Studierenden leben. Von daher schauen wir mal, was passiert. Also, das ist die herzhafte Küche. Die muss 6x6 sein, dann können wir die eigentlich relativ geil hier... Oh, guck mal, 6, das ist schon eine Ansage. 6x8 wäre sie direkt ein bisschen größer. Ich mach mal... Boah, 8x7 ist schon... Ah, wird schon... Wird schon funktionieren. Wir brauchen hier so eine Doppeltür. Das... Oh ja, das passt dann ja hier perfekt hin. Und dann... Boah, guckt euch diesen geilen, riesigen Kochtopf an. Oh mein Gott. Packen wir ihn einfach mal hier so relativ... mittig hin. Dann brauche ich noch etwas hier an der Mauer. Ich glaube, die Sachen, die wir wirklich brauchen, die packe ich auch einfach mal direkt hier vorne hin. Ah, da brauche ich mehrere von, oder was? Naja, das sind einfach nur... Warte mal, welche Dinger baue ich denn gerade? Tür? Ganz wie im Fernsehen, okay. Ja, wir haben schon alles. Achso, guck mal, wir brauchen nur eine Tür und wir brauchen nur den Superchef. Und das sind jetzt gerade... Das ist die Spülstation. Dann lass uns auch so eine Rezeptstation hier hinpacken. Dazwischen kann noch ein Mülleimer. Machen wir auch hier 2 Rezeptstationen einfach hin. Eine Hackstation, Leute. Grüße gehen raus an Gora an dieser Stelle. Es ist Hack im Haus. Und dann machen wir hier nochmal Kochstationen hin. Riesiges Ding hier. Ich hoffe, dass das Schränke mit Behältern... noch mal kurz drehen. Das sorgt jetzt eigentlich nur fürs Prestige, ne? Richtig? Ja, komm. Auf 5 pushe ich das jetzt noch mal hoch. Ihr kennt das Spielchen. Mülleimer hatte ich ja eben eh schon hier im Platz gelassen. So. Dann können wir hier noch eine Pflanze hinstellen. Ah, guck mal, wir sind sogar schon bei 5. Und hier noch ein schönes Fenster hin.
Dann kommen hier noch Fenster hin. Der Raum ist viel zu groß, ich weiß. Aber... So, schau mal hier. Kulinarischer Kühlschrank. Aber das bringt uns keine... Studiengebühren sind teuer. Das erhöht die Attraktivität. Ich habe ja noch ein paar Kudosch über. Aber ich spare mir die erstmal auf, wenn die Studierenden nachher wieder irgendwas von uns wollen. So, Campusstufe ist auf jeden Fall gestiegen. Sehr schön. Also, dort kommen die Leute rein. Das ist der erste Vorlesungsraum. Wir brauchen auch noch einen Vorlesungssaal. Der muss auch wieder relativ groß werden, obwohl... Wenn ich den eher so ein bisschen langgezogen mache, könnte da unten noch ein Raum hin. 4x6. Mache ich mal noch einen breiter, weil ich mir gerade unsicher bin mit dem... Mit den Sitzen hier. Ob das... Oh ja, das passt ja easy sogar. Naja gut, ihr kennt das Spielchen da, Leute. Lieber ein bisschen zu groß als zu klein. So. Eine Tür. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert Packen wir hier hin. Wie, was? Passworte ändern? Nein, niemals. Pflanze. Dann ein Whiteboard. Hatte ich das hier immer hingepackt direkt? Ich weiß es gerade gar nicht. Es würde hier hinpassen, aber ziehen die da nicht immer auch diese... Bin mir nicht sicher. Teleprompter, der machte sogar ja, plus 4% Lernvermögen. Dadurch, dass der Raum jetzt so schmal ist, naja, ist eigentlich egal. Packen wir einfach hier hin und dann kommen hier noch Lautsprecher an die Wände, damit die Leute auch gut hören können. Mülleimer geht immer, habe ich gehört. Packen wir hier aber auch an die Tür so ran. Und Desinfektion, Leute. Sehr schön. Vergesst bitte niemals, wer hier diese Uni gegründet hat. Nämlich Grants, der Alte. Snob. Und dann kommen hier noch ein paar Bilder hin. Poster. Wurde auch in die Kommentare geschrieben. Wer hängt sich heutzutage nur noch Poster auf? Hallo. Wenn die Poster meine Räume schöner machen, dann werden da so viele Poster aufgehangen, wie nur geht. Ich schau mal, wie viele unterschiedliche es hier noch gibt. Erhöht halt alles die Attraktivität. Können wir alles noch fleißig mit Kudosch Soon TM freischalten. Werden wir auf jeden Fall irgendwann noch uns drum kümmern. So, jetzt haben wir das geschafft. Wir brauchen noch einen Gastronomiedozenten. Was wir aber auch noch brauchen werden, ist ein Raum, wo wir ein Personalzimmer. Das würde hier eigentlich ziemlich gut noch reinpassen. 4x3, 4x4. Wenn ich hier auf 4x4 gehe, könnten wir vielleicht sogar noch eine Toilette hier irgendwie hinzimmern. Schauen wir mal. So, 7 Leute passen hier rein. Werbung! Ja, das stimmt. Die plötzlich gestiegenen Immerhin gibt es zu. Haben an der Uni zu Protesten geführt. Alles verlief sehr friedlich, bis jemand völlig unerwartet von einem Wasserball am Arm getroffen wurde. Oh nein! Danach ging alles ein wenig drunter und drüber und ein Student wurde sogar mit einem Gartenschlauch besprüht. Oha. Er sagte, er sei wohl auf, nur ein bisschen nass. Ich beobachte die Lage weiter vor Ort. Fürs Erste zurück ins Studio. Zum Glück haben wir so investigative Journalisten hier bei Two Point, Leute. Dass diese Stühle einfach auch nie... Ja, die Tische auch einfach nie da mehr hinpassen, ne? Ist ein bisschen schade. Könnten hier noch eine Pflanze hinstellen. So, ach guck mal hier, da gibt es ja noch so ein dickes Sofa sogar. Das kann ja hier nochmal hin. Sieht dann auch aus wie so ein richtig... Ah ja, so ein Spiel... Arcade-Gerät würde ich auch noch hier hinpacken. Ja, das noch da rein. Dann, das brauchen wir ja auch noch. Das ist, glaube ich, eh sowieso nur Deko, ne? Aber wenn ich es dahin packe, ne, warte mal. Der Seite ist noch ein bisschen Platz, aber wir wollen natürlich noch unsere gute alte Dartscheibe hier haben. Ohne die funktioniert es ja nun wirklich nicht. Und das sieht doch jetzt schon wieder ganz gut aus. Gibt es denn hier irgendwie noch Items, womit ich... Hier, was ist mit dem Fernseher? Ne. Nein, es gibt keine Verlängerung. Der Snacktisch. Erhöht das Essen, also okay, kümmert sich um Essenbedarf und Gesundheitsbedarf. Toilette allerdings natürlich nicht, hier gibt es auch noch Getränke. Ich könnte
Könnte hier noch irgendwas hinstellen, aber ich glaube, der Raum sieht so doch erstmal ganz geschmeidig aus, ne? Brauchen wir noch irgendwie ein paar Bilder an der Wand? Das wird natürlich immer gehen. Mal hier machen wir noch das Ding hin. Bei wie viel? Ah, wir sind bei 6. Ich denke, das sollte ungefähr passen. So, dann würde ich hier die Toilette hinbauen. Und dann würde ich hier drüben erstmal soweit freilassen. Wenn wir jetzt hier eine Toilette hinbauen, können da ja sowohl die Studenten ganz gut die Toilette erreichen, als auch unser Personal. Das heißt, machen wir es ruhig so, dann würde ich die Tür direkt hier vorne hinsetzen. Und dann... Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Machen wir es so. Das ist wieder die Frage, ne? Soll ich hier noch auch so ein bisschen was enger machen? Das würde theoretisch auch noch passen. Schauen wir mal, ob das so noch funktioniert. Eine Blume in die Ecke. Mülleimer packe ich sonst einfach hier draußen hin. Zack. Kann sich nicht so anstellen. Waschbecken habe ich gehört. Macht sich auch immer noch ganz gut. Hände abtrocknen. Dann Desinfektion. Ein Update über die neuesten Campus-Modetrends für uns. Das kann ich ja wirklich... Wow, das kann ich bis zur Tür ran machen. Was? Machen wir es mal dahin. Und dann sieht es eigentlich schon wieder ganz gut aus. Ne? Ich könnte noch ein zweites Ding hier hinpacken. Hält, läuft mit offenen Schnürsenkeln herum. Warte mal, wenn ich... Das ist nein. Der Trend der Stunde. Och, ich finde es mega schön, wie all die Schnürsenkel im Wind tanzen. Klar hat sich die Zahl der Stürze seither drastisch erhöht. Aber ich falle gern auf die Nase, wenn ich dafür im Trend liege. Das Personal wird Mann, ich will nicht den ganzen Raum bewegen. Ja gut, dann muss es jetzt so bleiben. Dann können die sich halt nur da die Hände abtrocknen. Ja. So bleibt's dann halt. Obwohl, ich hätte hier noch irgendwie... Oh, warte mal. So kann ich es natürlich auch jetzt einfach direkt machen. Was ich ganz angenehm finde, dass man hier nicht so wirklich Zeitdruck hat, wenn man sich die Uni aufbaut. So, weil... Ah, Fenster geht da eh nicht mehr hin. Kann man aber echt irgendwie wenig. Hier, wie wäre es so mit so einem... erhöht die Attraktivität. Poster von mit Seife. Komm, wir haben ja ein paar Kudosch, warum nicht? Nee, die schlaffe Pflanze nicht. Ich wollte nur... Genau, das hier wollte ich haben. Kann man das an die... Nee, kann man nicht. Zack, dann machen wir es hier so hin. Dann wird es schon passen. Oh, schau mal, das ist jetzt auch richtig. Warte, wenn ich jetzt noch einen Mülleimer hier in die Ecke irgendwie oder hier hin packe... Legen wir es auf 4. Na, siehst du wohl. Tada! Okay, haben wir ein schönes Badezimmer. Sehr gut. Hätten wir das auch erledigt. Das heißt, Dozenten müssen wir natürlich noch einstellen, klar. Einen Duschraum brauchen wir auch noch. Und wir brauchen natürlich auch noch das, Achso, brauchen wir... Ne, ein Wissenschaftslabor brauchen wir jetzt ja nicht, ne? Sonst hätten die mir das ja gesagt. Wir brauchen nur die herzhafte Küche dafür. Ja gut, das würde bedeuten Schlafsaal. Aufenthaltsraum. Bietet Unterhaltung, veranstalte Partys, Beziehungen werden entwickelt. Zimmergröße 3x3 mindestens. Vorlesungssaal haben wir auch. Ah ja, eine Bibliothek wäre noch gut. Benötigt Assistenten. Die Sache ist, hier ist jetzt wieder so relativ offen. Hier können wir natürlich auch noch irgendwelche schönen Sachen hinbauen, dass die Uni dann ein bisschen hübscher ist für die Leute. Aber bauen wir erstmal den Aufenthaltsraum. Oder vielleicht den... Brauche ich erstmal den Duschraum? Der muss ja auch nicht so groß sein. 2x1 ist schon das Mindestmaß. So, wie viele Duschen passen hier jetzt wohl rein? So können 7 Leute quasi gleichzeitig duschen. Wenn wir jetzt noch dann hier ein Waschbecken hinpacken, ein Handtuch. Wo waren sie? Nirgendwo.
Hier geht auch noch ein Handtuch hin. Würde sogar gehen. Geht's an Trockner? Geht auch. Geht hier leider nicht. Packen wir den daneben. Sind wir auf 3. Eine Pflanze kriegen wir hier nicht mehr hin. Aber ja, komm. Ist ja nur der Duschraum, in Anführungsstrichen. Da haben wir schon trotzdem eine neue Campusstufe erreicht, Leute. Und wir haben leider auch schon wieder das Ende des Videos erreicht. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es so war. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.